Servus, grüßt euch. Schön, dass ihr dabei seid bei Backpacker Wilderness. Ihr seht, wo ich bin. Und ihr hört es auch. Mitten im Wald drin, wo uns keiner stört. Wirklich schön weit drin. Das Einzige, was ich beim Herge festgestellt habe, in 1,5 Kilometer circa, ist ein alter Landwirt gefahren. Der tut da ein bisschen aufforsten. Der steht da mit seinem kleinen McCormick gefahren und schneidet ein paar Bäume um und hat da seine Freude. Aber der stört uns nicht. Vielleicht hören wir öfter einmal das Fichtenmobit von ihm. Aber ansonsten haben wir hier wirklich unsere Ruhe. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen Ausrüstung hergelegt. Mit dem Hintergrund, dass ich heute einfach einmal ein Video machen möchte, was ich schon lange machen wollte. Das war mehr Teile werden, das werden wahrscheinlich so 2 bis 3 Teile so in den Dreh. Aber da geht es einfach um das, und zwar um Ausrüstungsempfehlung für Anfänger. Es gibt brutal viele Anfänger mittlerweile, die wo einfach im Bereich Bushcraft einsteigen mengen, im Bereich Survival, im Bereich Outdoor, Camping, Outdoor allgemein. Und da ist es natürlich immer so, dass die nicht wissen, was kaufen wir eigentlich, wen kann ich vertrauen. Und die wissen das halt einfach noch nicht. Und dann machen sie viele Fehlkäufe. Und das ist selbst ein Verfahren, was fast jeder von uns durchlebt hat, dass man sich Ausrüstungsgegenstände kauft, wenn man Hobby anfängt, was Günstiges, man probiert es, man stellt fest, das ist ein Klump, man kauft sich das nächste, das taugt auch wieder nichts, dann kauft man sich nochmal was und vielleicht dann hat man irgendwann den Ausrüstungsgegenstand, wo man wirklich sehr lange hat und lange Freude drauf hat. Und das sollte in dem Video jetzt dann weitgehend erklärt werden. Und da kann ich das, die Anfänger jetzt dann, das ist wie gesagt wirklich nur für Anfänger, kann ich das ein bisschen näher erläutern und ein bisschen erklären, warum ich das nutze. Und die sehen dann auch, okay, das ist jetzt Ausrüstungsgegenstand, der sagt mir zu. Beim Weitler kann ich ihn auch zurückverfolgen, dass er ihn wirklich schon sehr lange nutzt, also über Jahre und länger. Da sieht man dann, das ist wirklich was Gutes, weil sonst darf ich das ja nicht hernehmen und ich bin einmal in der Woche mindestens draußen unterwegs. Und da möchte ich einfach jetzt das Video machen, dass Fehlkäufe unterbunden werden. Dass man sich gleich was Gescheites kauft, weil das sage ich immer, kauft euch gleich was Gescheites. Was Gescheites muss nicht immer unheimlich viel Geld kosten. Das kann in einem Preis-Leistungs-Bereich sein, wo echt noch akzeptabel ist. Man muss sich da abschätzen, wie einem das Hobby, wie wichtig das ja ist. Wenn einer wirklich nur das Günstige kauft, weil zwei Minuten rausgeht, dann oder das Günstige, dann passt es auch. Aber wenn einer wirklich das Hobby ein bisschen intensiver betreibt, sollte er auch ein vernünftiges Equipment haben, wo er wirklich lange Freude drauf hat. Genau, und das werden wir heute da ein bisschen durchsprechen. Ich habe ja gesagt, ein bisschen was mitgenommen, die Grundausstattung, was man so braucht. Im nächsten Teil dann gibt es dann einmal ein wenig so das Schlafsetup und so in die Richtung. Und da will ich einfach ein bisschen was aufbauen, gar nichts Großartiges, einfach, dass ich mich wohlfühle draußen und würde halt meinen Tag draußen verbringen und nebenbei das Video machen. Und darauf freue ich mich jetzt schon, dass ich da ein paar Erfahrungswerte weitergeben kann. Wenn jemand anderer Meinung ist zu einem bestimmten Ausrüstungsgegenstand, schreibt es einfach in Kommentare ein. Das ist auch immer sehr hilfreich, weil die ganzen Beginner oder Anfänger lesen sich auch sehr die Kommentare durch. Das ist wie bei Amazon, die lesen sich die Bewertungen durch. Die stimmen zwar meistens sowieso nicht, weil es kauft sind sehr viele, was ich einmal meiner Meinung nach behaupten möchte. Aber das passt, das machen wir jetzt. Okay, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bis nachher. Ja, dann fange ich jetzt einmal an. Es gibt sehr viele Bereiche hier draußen, Bushcraft, Survival, Outdoor-Camping, Glamping. Da hört man so viel, was man draußen machen kann. Das ist mittlerweile schon echt brutal, was da für eine Vielfalt gibt. Aber bei mir ist es so, ich habe mich mehr auf den Bereich Tactical Bushcraft spezialisiert. Und Survival ist bei mir auch so ein Randthema, was ich ein bisschen bearbeite. Und Adventure. Adventure einfach, da ist damit das mal so kleine Mikroabenteuer am Wald rausgehen. Allein raus schlafen, das Ganze da genießen, die Angst überwinden draußen zum Schlafen, mal ins Ausland fahren, ganz allein irgendwo abseits von den ganzen Wegen umeinander schleichen. Sowas ist bei mir der Schwerpunkt. Sehr viel, was mir schreiben, mengen im Bereich Bushcraft einsteigen. Da könnt ihr auch nachlesen, was Bushcraft überhaupt bedeutet. Das ist ganz einfach. Bush und Craft, das kommt aus dem Englischen. Bush ist einfach der Busch, bei uns der Wald oder Natur allgemein und Craft das Handwerk. Also sprich, man geht einfach raus und baut sich mit ein bisschen Ausrüstung und Behilfsmittel einen Unterschlupf zum Beispiel. Man macht Orientierungsmärsche. Man beschäftigt sich allgemein mit der Natur draußen. Man schaut, was kann ich für Kräuter essen, was kann ich für einen Tee draus kochen, was gibt es für eine Flora, was gibt es für eine Fauna. Das ist alles Bushcraft. Also
deswegen ist das bei mir eigentlich immer schon fast alles ein bisschen eins. Also das gehört alles im Bereich Outdoor dazu. Natürlich Survival ist natürlich ein bisschen spezieller in der Bereich, aber das betreibe ich jetzt auch nicht so extrem hardcore, so Naked Survival und so. Ist natürlich auch sehr gut, wenn man sich eine Fähigkeit erlernt, aber die kann man beim Bushcraften auch sehr gut lernen. Bushcraft ist ein Thema oder ein Hobby, was sehr viele Bereiche anspricht und wo man wirklich wahnsinnig viel lernen kann für draußen. Und ja, so schaut es eigentlich aus mit Bushcraft. Das ist nicht mehr. Bei mir Tactical Bushcraft ist ein bisschen spezieller noch. Das kommt ja aus dem Amerikanischen. Das ist eigentlich mehr so diese Tactical Sachen. Das sind zum Beispiel solche Rucksäcke, die wo ein Maul-System haben. Oder Paul Webbing nennen sie hier. Oder dass man einfach hier sich einen Grimlock-Haken benutzt, dass man sich Ausrüstungsgegenstände bauen kann, ans Chestridge fahren, ans Tragegeschirr. Das ist ein bisschen so tactical, also sprich ein bisschen so im militärischen Bereich. Das weicht jetzt nicht stark meiner Meinung nach vom Bushcraft ab. Das behandelt im Endeffekt genau das gleiche Thema, nur dass ich ein bisschen anders Equipment nutze. Was sehr, sehr vorteilhaft ist. Weil da gibt es ja, was ich immer sage, die klassischen Bushcrafter, also die, wo einfach wirklich da mit Olive-Klamotten und gewachste Klamotten rausgingen und einen Hut auf Hand und Felle dabei und einfach diese urige Ausrüstung nutzen. Bei mir ist es ein bisschen moderner durch die taktische Ausrüstung, also Tactical Bushcraft, aber das kann jeder für sich selber entscheiden, was er mag. Im Endeffekt ist ja eh das Gleiche. Okay, dann würde ich jetzt sagen, fangen wir mal ein bisschen mit der Kleidung an, da verzeihe ich ein bisschen was, gebe euch ein paar Tipps und dann gehen wir zu den Ausrüstungsgegenständen über. Ja, wie gesagt, Kleidung ist einmal das Erste, was ziehe ich draußen an. Jeden selbst überlassen, was er anziehen mag. Man kann mit kurzen Hosen rausgehen, nicht empfehlenswert. Man kann mit der Jeans einfach rausgehen. Jeans ist Arbeitshose, mittlerweile zwar Modehose, aber Jeanshosen haben die draußen sehr, sehr gut. Also wenn man da jetzt irgendeinen Levi's anzieht oder so, oder Levi, wie man sagt, so 501 oder so, da haben echt gute Hosen. Mir persönlich passt es nicht so toll, weil es keine Taschen hat und so, aber das ist jedem selber freigestellt. Man kann auch jetzt in den Bundeswehrshop gehen, kann sich für 5 bis 7 Euro eine gebrauchte Baumwollhosen kaufen von der Bundeswehr, ist mega robust. Vom Schnitt her ist es nicht so toll, deswegen trage ich es innen so gern, aber für die draußen perfekt. Also das ist wirklich sehr, sehr günstig. Ich selber nutze seit vielen, vielen Jahren diese Klagehosen, habe eigentlich überwiegend nur Klagehosen. Verschiedene Modelle habe ich da daheim und ich bin da einfach wirklich total zufrieden. Die sind dreifach genäht, das ist auch sehr wichtig, da reißt nichts. Die sind wirklich, ja, das ist eine Premium-Qualität, wie es beschrieben wird, das stimmt da. Und ich bin aus dem militärischen Bereich, ist sehr, sehr, sehr robust und sehr durchdachte Hosen, wo wirklich sehr viele Features hat, wie man sagt, die wo sehr sinnvoll sind, wie jetzt irgendwelche Schlaufen, wo man sich was dranhängen kann, habt ihr schon bei mir gesehen, oder so D-Ring-Haken. Man kann Knieschoner dran tun, wo ich jetzt nicht unbedingt brauche draußen, weil der Waldboden weich ist, aber da sollte man schon schauen, dass die Hosen im Kniebereich und im Gesäß, also im Po hinten, dass die da wirklich sehr, ja, verstärkt sind, weil da bewegt man sich überwiegend beim Buschgreifen draußen. Ich kann auch Hosen empfehlen, jetzt nicht nur Klagier, sondern auch von UF Pro, die habe ich früher getragen, da die ja jederzeit wieder getragen, sind sehr gute Hosen, liegen preislich ein bisschen teurer wie die Klagier hier, was ich gesehen habe, oder ziemlich gleich auf, haben beide wahnsinnig robuste und schöne Hosen, wo sehr funktional sind und einfach wirklich ihr Geld wert sind. Man kann sich natürlich auch aus dem Wanderbereich was kaufen. Da gibt es ja auch viele Reifen, da gibt es Haglöfs, da gibt es, was weiß ich, keine Ahnung. Da gibt es so viele verschiedene Hosen, die sehr, sehr gut sind. Aber wenn ihr euch so Wanderhosen kauft, die sind meistens Stretch. Und das ist für draußen nicht geeignet. Also Stretchhosen, da gibt es den 3M Stretch, der hält schon ein bisschen was aus. Aber mit der Zeit, kann ich aus Erfahrung sagen, ist jede kaputt gegangen, aufgerissen oder so. Da ist es wirklich ein bisschen eine schwerere Qualität gefragt, wie ein Ripstop oder ein Canvas-Stoff. Da gibt es auch, weil ich gerade Canvas sage, da gibt es von Helicontex diese Canvas-Hosen, also die Urban Tactical Pants nennen sie die. Das sind auch sehr gut durchdachte Hosen, habe ich auch sehr viel daheim, habe ich beruflich sehr viel getragen, weil sie wirklich sehr gut sind. Und da empfehle ich euch, da kauft ihr euch den Canvas-Stoff,
für den Sommer vielleicht der Ripstop, der ist angenehmer zum Tragen, weil der Canvas ist wieder Jeansstoff, der ist ziemlich dick, aber auch sehr, sehr robust. Also weitaus robuster wie der Ripstop. Ripstop ist auch sehr gut, aber der ist recht dünn. Da darf ich zu der Canvas tendieren. Aber Hosen, Kleidung allgemein, kann jeder anziehen, was er mag. Es gibt natürlich auch Leute, die ziehen nur komplette Baumwolle an, was sehr gut ist, Baumwolle, wirklich. Aber Baumwolle kann ich aus Erfahrung sagen, ja, es fängt unheimlich schlimm an mit der Zeit, wenn man es länger anhat. Es ist schwer zu trocknen. Da ist natürlich sowas hier, da ist auch sehr viel Baumwollanteil drin, aber auch Elastan und Polyester und sowas. Da ist ein bisschen Kunststoff drin, die trocknen weitaus schneller. Aber das ist jedem selber freigestellt, wo er da anzieht, mit dem Flanellhemd oder wie bei mir mit dem Tactical Instructor Shirt. Da gibt es wirklich sehr viel und da hat jeder seinen eigenen Stil, weil jeder Mensch hat seinen eigenen Kleidungsstil, wo er so anzieht und so ist da draußen auch. Da muss für sich jeder das selbst entscheiden. Ich kann euch das nur empfehlen, was ich auch habe und bin damit sehr zufrieden. Ja, und dann gehen wir mal weiter zu den Schuhen. Jetzt kommen wir zum Thema Schuhe. Da ist es so, das ist natürlich sehr individuell. Für jeden Fuß gibt es einen anderen Schuh. Da kann ich euch keine Empfehlung geben und kann sagen, kauft euch den Schuh, weil das der beste ist, weil ich nicht weiß, was ihr für einen Fuß habt. Es ist jeder Fuß anders. Aber ich kann euch jetzt ein bisschen so Tipps geben. Ich persönlich nutze Hikes ausschließlich mittlerweile. Vielleicht auch wieder mal ein anderes Modell, aber seit vielen Jahren eigentlich nur Hikes. Und bin damit sehr zufrieden. So den Schuh, wo ich heute habe, wo es heute sehr wichtig ist, dass er knöchelhoch ist, das würde ich euch empfehlen, kauft euch zum Bushcraften und Wandern im Survival-Bereich knöchelhohe Schuhe, also keine Halbschuhe, da ist die Gefahr zu groß, dass man sich verletzt, dass man umknickt oder dass man sich irgendwo mit einem Knöchel an einen Stein drauf haut. Da ist ein Halbschuh wirklich perfekt. Der ist erst für leichtes Gelände, wie da drin mit einem Rucksack, da geht er. Wenn ich jetzt natürlich zum Wandern gehe nach Norwegen oder bin in Amerika unterwegs oder bei uns in der Tschechei hinten im Steinernen Meer oder so, dann ziehe ich meine hohen Volllederschuhe an, die sind höher und da ist der Schuh wirklich absolut richtig gut geschützt drin. Zudem haben die Lederschuhe, die hohen, das hat jetzt der nicht, ein 2-Zonen-Schnürsystem. Das kann ich euch auch noch sagen, das ist wirklich gut, dass man hier zum Beispiel die erste Zone dann fixieren kann und man bindet dann mit einem Hakensystem die Schuhe rauf. Das ist wirklich sehr gut und man kann auch sehr schnell und gezielt nachbinden. Da würde ich ans Herz legen, kauft euch so 2-Zonen-Schuhe. Das ist wie gesagt ein Sommerschuh jetzt da, der sehr gut atmungsaktiv ist durch das Textil-Ledermix. Ist der wirklich einwandfrei, also ich mag den Schuh gern, ich habe mehrere Modelle daheim, richtig, richtig cool, aber da müsst ihr selber ein bisschen durchprobieren. Zum Beispiel bei mir ist es so, mir gefallen die Adidas TRX, kennen viele die Modelle, gefällt mir vom optischen her brutal gut, also die möchte ich mir so gern kaufen, aber ich habe es schon 20 Mal probiert, habe es eine Stunde angehabt, ich kann den nicht anziehen, weil er einfach nicht passt, ich habe den Fuß nicht dafür. Einer hat mir einen Handwerkfuß, jeder Schuh ist ein bisschen anders. Der andere hat mir Hikes, der andere Meindl und Lundhax. Da gibt es auch wieder sehr, sehr viele Modelle. Wie gesagt, geht zum Spezialisten ins Schuhgeschäft, probiert den Schuh, lasst ihn einmal eine halbe Stunde an, geht ein bisschen rum, lauft ihn gescheit ein, das ist sehr wichtig. Und was auch noch sehr wichtig ist, pflegt seine Schuhe und dann habt ihr sehr lange eine Freude dran. Das ist jetzt auch noch ein Thema, ein Gürtel. Da nutze ich einfach die von Klavier, da bin ich mega zufrieden damit. Da hat ihr euch einfach einen recht bequemen, könnt ihr einen Ledergürtel nehmen, der schön weich ist, der wo nicht stört. Da könnt ihr euch wirklich auch selber ein bisschen umschauen, was es auf dem Markt gibt. Wichtig ist, dass der Gürtel schön, ihr seht es, der ist schön flexibel. Also dass der nicht brutal hart ist. Da habe ich schon manche gehabt, so Modelle von Tasmanian Tiger, die haben hier einen Unterziehgürtel gehabt, den habe ich ja beruflich lang gehabt, mit einem Glätt und dann kann man die Koppel drauf glätten, braucht es beim Bushcraften heraus nicht. Beruflich, wenn man Waffenträger ist oder sonst irgendwelche Ausrüstungsgegenstände tragt, ist wichtig, dass man seine Koppel schnell abnehmen kann, aber heraus einen stinknormalen Gürtel, der wo die Schnalle vorne nicht zu groß ist, empfehlen kann ich euch hier die Cobra-Systeme, also ich mag diese Cobra-Systeme sehr gern, absolut zuverlässig, also mir ist noch nie waren ja so aufgegangen. Die sind wirklich gut. Das sind nur schnell mit zu den Gürtel, weil man hat natürlich auch ein Messer am Gürtel und andere Ausrüstungsgegenstände. Und da sollte man sich auch gleich einen gescheiten Gürtel kaufen. Werde ich den nämlich verlinken, weil der ist wirklich
jeden Cent wert. Thema Rucksack. Wirklich sehr, sehr entscheidend, ob eine Tour zu der Tour wird oder zu einer Tortour. Das ist extrem entscheidend, der Rucksack. Sehr schwierig, euch Empfehlung auszusprechen, wie bei den Schuhen. Ihr müsst es selber probieren. Ich kann es nicht sagen, weil jeder hat einen anderen Rücken, eine andere Wirbelsäule, ein anderes Kreuz oben. Es ist für mich unmöglich, dass ich euch sage, kauft euch den Rucksack, weil ich es nicht weiß, wie es ihr Bausatz kann in die anatomische Form, weiß ich mir eigentlich nicht. Von dem her geht es wirklich in Geschäfte wie Globetrotter oder irgendwo in Intersport, keine Ahnung, da gibt es ja so viel. Probiert diese Rucksäcke durch, dann könnt ihr es wirklich sagen. Ich kann euch jetzt hier die Empfehlung nur aussprechen von Savotta, weil ich die sehr, sehr lange nutze schon. Habe auch sehr viele Tasmanian Tiger gehabt, Mammut und auch andere Modelle noch. Aber die nutze ich jetzt wirklich schon 2-3 Jahre, ich kann es nicht genau sagen, mindestens einmal in der Woche. Und da ist es so, dass ich den Jäger M habe von Savotta und den Grenzjäger, also den Jäger L. Der Jäger M ist jetzt nicht wesentlich größer wie der L, wenn er da steht. Nur der L, wie der jetzt, dann kann ich ausfahren und kann zusätzlich noch beladen. Und kauft euch, wenn ihr euch einen kauft, meine persönliche Meinung, den L, der kostet zwar 320 Euro, aber ihr habt extrem lang eine Freude dran. Das Ding geht nicht kaputt, wirklich nicht. Also, was ich damit schon angestellt habe, ihr wisst es in meinen Videos, er geht nicht kaputt. Ich habe den schon so oft überlohnt und rumgeschmissen, gar nichts. Null, da ist noch nichts ausgerissen, überhaupt nichts. Zudem hat der L einfach dieses bessere Tragesystem. Man kann es ein bisschen genauer einstellen, es ist besser gepolstert, er ist insgesamt stabiler von der Rückenpartie her. Also da würde ich auf jeden Fall den L empfehlen, wer sich einen Savotta kaufen mag. Und ansonsten müsst ihr euch da einfach selber durchprobieren. Müsst ihr mal Kollegen fragen, die einen Rucksack haben. Lass mir den Rucksack einmal eine Stunde tragen, dass es einmal sicher ist. Und dann kann man sich langsam dran tasten und einmal einen Rucksack kaufen. Das ist für mich, wie gesagt, sehr schwierig. Wer sich so einen Bundeswehrrucksack kaufen mag, einen gebrauchten, habe ich auch schon gehabt, den stinknormalen, der ist nicht schlecht, er ist wirklich sehr robust, er ist geräumig, nur fürs Bushcraft reicht er. Das Problem ist einfach, das Tragesystem ist wirklich ein Müll. Also das ist jetzt nicht sehr bequem auf Dauer. Da ist so ein Rucksack weitaus besser und deswegen stellen da die ganzen Armeen und so jetzt mittlerweile schon um und gönnen Gott sei Dank gerne Soldaten ein bisschen einen besseren Rucksack, weil das andere alles nichts bringt. Wie gesagt, testet euch durch und dann könnt ihr auch Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt das große Glück, dass dahinter eine Wetterfront aufzieht jetzt gerade. Es hat schon ein paar Mal Blitz dahinter und gedonnert. Ich hoffe aber, dass es weiterzieht. Mit denen habe ich heute überhaupt nicht gerechnet. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema. Wenn man raus unterwegs ist, Bushcraft, Survival, Auto allgemein, ganz, ganz, ganz wichtig, was unbedingt dazu gehört, ist ein Tarp. Tarp, Bascher, Mehrzweckplane, wie auch immer. Wirklich extrem wichtig. Ich habe schon sehr viel durchprobiert, habe jetzt hier was dabei. Das ist das russische Radnack. Das habe ich halt das erste Mal draußen dabei. Ich habe es nur daheim einmal aufgebaut gehabt. Deswegen habe ich es mitgenommen. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht schlecht ist. Weil ich habe lange eins gesucht, weil es schwer zu bekommen sind. Habe aber jetzt Originals gekriegt. Aber für die Anfänger, die wo sie ein Tarp kaufen mingen oder so, kann ich euch wirklich empfehlen, aus langer Erfahrung, kauft euch das British Army Shelter Sheet. Das ist das Tarp von den britischen Streitkräften. Kriegt man bei eBay gebraucht oder neu. Ich würde mehr zu neu tendieren, weil ich gebraucht auch schon welche gekauft habe, wo dann ziemlich kaputt waren. Aber kriegst zwischen 50 bis 70 Euro in drei verschiedene Tarn. Es gibt es einmal in Desert-Tarn, in DPM-Tarn und dann gibt es in Multicam oder Multiterrain-Pattern, MTP, wie sie sich genau schimpft. Da habt ihr wirklich lange Freude dran. Und da ist wirklich auch so, dass die Anfängerfehler, gerade wenn man ein Tarp spannt, dass man es stark spannt oder so, bei Feuer reißen dann sofort Ösen aus. Das ist beim British Army Shelter Sheet nicht der Fall. Also das kann man aus Hängematten nutzen. Geiles Teil, ist wasserdicht, langlebig. Ich habe zum Beispiel eins für einen Langzeittest jetzt letztes Jahr schon aufgebaut, Anfang letzten Jahres, weil ich einfach wissen wollte, habe ich alles geschnitten und habe einen Sonnenschutz für einen Sandkasten gebaut für meine Kinder. Das ist den ganzen Tag der Witterung ausgesetzt. Es ist zwar jetzt schon relativ ausblicher, aber es hält Nässe nach fern, ist immer noch robust. Bin gespannt, wie sie sich weiterschlägt. Ich werde dann einmal darüber berichten, weil mich das einfach interessiert. Ihr seht es am Boden, habe ich ja hier
so eine Art Tab, das ist eine Zeltplane, eine Paschpalatka von den Russen, ist ganz was Altes, ist noch, glaube ich, vom Zweiten Weltkrieg. Richtig, richtig geil. Ist so ein Baumwollstoff, ein schwerer, mehr so ein Segeltuch, kann man sagen. Ich mag das Teil einfach brutal gern, auch wenn es wieder das sperrig ist und schwer, aber es ist einfach wirklich, schaut von der Farbgebung her geil aus, ist robust. Wenn man sich da 2, 3, 4 Bahnen kauft, kann man sich ein riesen Zelt draus bauen. Das ist wie mit der Dackelgarage, was es gibt, habe ich auch gehabt, auch sehr gut. Und wenn man die dann noch zusätzlich gut imprägniert, noch geiler. Ich würde das jetzt einmal irgendwann wachsen, weil ich einmal wissen möchte, wie es sich verhält. Aber das wird sich mit Sicherheit sehr gut dann verhalten. Okay, wie gesagt, hab's. Schaut einfach mal, was es auf dem Markt gibt. Für einen Anfänger, British Army Shelter Sheet, ist für einen Anfänger und für einen Profi gleich auf, kann man alles nutzen. Es gibt Tabs für 130 Euro, macht nichts anderes. Natürlich ist es dann größer. Und es gibt auch diese Tabs für 20 Euro. Da stößt man sofort, wenn man Tab eingibt, bei eBay drauf. Ich mag den Namen nicht nennen. Kosten 20 Euro. Ein ziemlich coole Tarnmuster. Habe ich auch schon zwar gehabt. Vergesst es. Das ist der größte Müll. Den spannt man oder geht eine starke Windböe, dann reißen sofort die Ösen aus. Das kann man sich sparen, das Geld. Kauft es euch gleich so eins, wie ich gesagt habe. Und über das Radnack da, wie gesagt, das habe ich nur so dabei, weil ich es testen möchte halt. Und ich habe nicht mehr Tabs reingekriegt in den Rucksack, weil ich bin ja da fast 2 Stunden hergegangen auf dem Platz. Und ja, was soll ich denn da hin tun? Aber ihr seht es ja in meinen Videos sowieso, was ich für Tab nutze. Ich habe jetzt mein Radnack schnell aufgespannt, weil es donnert und es hat jetzt kurz geregnet. Aber jetzt gerade wieder aufgehört. Sehr gut. Da seht ihr mal, wie wichtig ein Tab ist. Oder Bascha oder Plane. Nicht nur für den Regenschutz, sondern auch für den Sonnenschutz. Wenn man im Sommer draußen ist und man möchte einfach ein bisschen einen Schatten, ist das sehr gut. Und da schaut es, für da oben, heute ist es auch sehr warm. Dann lasse ich es auf alle Seiten offen. Ich habe bloß einen kleinen Regenschutz in der Mitte. Aber die Luft zirkuliert sauber durch, zieht durch und somit staut sich die Luft drunten nicht. Da kann ich euch den Tipp geben, was ich auch öfter dabei habe, im Sommer ist ein kleines Tarnnetz, sagst 3 auf 3 Meter oder so, reichern da aus. Ein Tarnnetz ist wirklich super im Sommer, gerade wenn es extrem warm ist, super. Also es ist zirkuliert alles drin, da ist Luft drin, aber man hat auch einen Schatten. Natürlich Regen ist natürlich dann schlecht, aber so ist es gut. Ja, weil ich gerade beim Tab bin und so, ich habe hier ein Pouch, das werde ich euch auch ans Herz legen. Da zeige ich da verschiedene Längen Paracord rein, Paracord. Da werden die meisten sofort drauf stoßen, die sich mit dem Bereich beschäftigen. Das ist nichts anderes wie eine Fallschirmspringerleine. Und das ist die Bezeichnung 550. Es gibt noch eine andere 475, glaube ich. Glaube jetzt nogelt es mir nicht fest, ich weiß das gerade nicht, ist ein bisschen dünner, aber von der Traglast her ist die weitaus höher. Die ist wirklich brutal wichtig, weil man es einfach wirklich so multifunktional nutzen kann. Also weiß gerade sehe, nicht nur als Schuhbänder kann man es auch nutzen, rate aber davon ab, habe ich schon mal einen Langzeittest gestartet. Die sind nicht dehnbar. Schuhbänder müssen leicht dehnbar sein. Also fällt wenn sie sind Schuhbänder ein, ich mag es nicht, es ist anders gehen damit auf Dauer, ich habe sie da rausgenommen. Aber als Ersatzband reicht es aus und man kann so viel machen da draußen, dass man sich was zusammenbaut damit. Da ist wirklich wichtig, eine gescheite Schnur dabei und da empfehle ich Paracord. Paracord habe ich in verschiedenen Längen drin, ihr seht es, ich habe daheim so eine Kisten voll, da habe ich sämtliche Längen drin, je nachdem was ich mache, nehmen wir da den Pouch voll mit oder auch mehr. Im Auto habe ich eine ganze 100 Meter Rollen dazu und da kann ich dann runterschneiden, was ich brauche. Ich habe jetzt da drin so von 10 Meter bis 6 Meter, 8 Meter, 4 Meter. Hier habe ich noch kleinere Stickel weiter unten auch noch. Die sind dann so Meterstickel, die kann man sehr oft brauchen, auch gerade beim Abspannen und so. Ist wirklich gut. Paracord nicht vergessen, ist sehr, sehr empfehlenswert. Und weil ich gerade sitze, da muss ich die Kamera wieder umstellen. Handschuhe. Handschuhe auch extrem wichtig. Meine ultra alten Handschuhe, und zwar sind das von der Bundeswehr, die Schießhandschuhe. Die sind flammhemmend. Ja. Ihr seht, ich habe schon mehrfach gepflegt unten. Gibt es normal nur in lang, und hinten auch ein bisschen länger. Ich habe mir die Finger abgeschnitten und auch hinten, ich mag die Handschuhe total gern, also ich habe es fast immer dabei, gerade im Sommer und so sind die noch relativ angenehm, sind mega robust, kann man sich echt kaufen. Ich habe so einen kleinen Karabiner dran, zusätzlich habe ich hier meine Signalpfeife dabei, das hängt immer hinten dran, dann habe ich das immer am Mann, falls irgendwo sein sollte, dass ein Signal abgemessen hat.
Ja, die Handschuhe kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Gibt es Nachbau von der Firma Miltec. Meine persönliche Meinung jetzt zu diesem Nachbauprodukt. Ich habe es 4-5 Mal dabei gehabt. Dann habe ich es nicht mehr angezogen. Unbequem, sitzen nicht richtig, sind nicht robust, nicht die gängen ab. Also wirklich scheiß Produkt in meinen Augen. Kann jeder selber seine Meinung daraus bilden. Ich bin absolut negativ davon überzeugt worden. Und deswegen kauft ihr euch, wenn dann, so original Bundeswehrhandschuhe. Jetzt drängt sie. Ja, und hier von mir lange Zeit belächelt gewesen. Die Bushcrafter mit den gelben Lederhandschuhen, die alten. Bin eines Besseren belehrt worden. Und zwar aus dem Grund, weil ich von Helikontext mit die arbeite ja zusammen, habe ich welche zugeschickt gekriegt zum Testen. Und habe dann die einmal angezogen. Und seitdem habe ich es auch immer dabei. Also zum Holzmacher und so perfekt, richtig geil. So zum Arbeiten sind sie auch wirklich gut. Und das, was noch besser ist, ist einfach der Schutz. Das eine Video kennen Sie ja wahrscheinlich noch, wo ich hier mit der Axt draufgeschlagen habe. Hier ist zweifach überlappt das Leder. Habe ich durchgeschlagen und haben wir sauber eine auf den Finger gekaut. Also hätte ich es nicht angehauen, hätte man weitaus tiefer wahrscheinlich Fingerkuppen abgeschlagen. Wachsen immer noch, war schlecht. Ja, Handschuhe, diese hier von Helikontext, ich liebe sie, also die sind echt, echt richtig geil. Also die werde ich auch verlinken und schaut es euch einmal an. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was für uns gerade im Bereich jetzt Bushcraft draußen wirklich das Wichtigste fast überhaupt ist. Nach einem Top ist sowieso sehr wichtig und dann kommt auch gleich mal eine Säge und eine Axt oder ein Beil, also ein Werkzeug. Das brauchen wir hier draußen, das ist wirklich... Ja, ohne Gang hat es fast nicht. Geht schon, aber es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Von dem her habe ich ein bisschen was mitgenommen, meine Lieblingsstücke. Und zwar diese zwei Sägen hier, die nutze ich eigentlich fast überwiegend nur noch. Habe ja schon viele andere Sägen probiert. Gibt auch sehr viele andere Sägen, die gut sind auf dem Markt. Aber ich finde jetzt persönlich, sind die Silky einfach vom Preis-Leistung her wirklich das Beste. Das ist wirklich Profi-Qualität für einen vernünftigen Preis. Die kauft man sich einmal und dann hat man sein Rohr. Da habe ich einmal die Big Boy mit einem 36er Schwert und einmal die Gomboy, die hat glaube ich ein 24er, und noch schon ist ein 24er, genau. Man sieht den Unterschied. Das ist fürs normale Buschgriffen raus, für mich, für normale Touren, und das ist, wenn ich ein bisschen leichter unterwegs bin, ein bisschen taktischer, reicht mir die auch. Ein bisschen Brennholzmacher und eine Kleinigkeit, bau damit. Erstaunlich, was diese Säge schneit. Aber die Big Boy mit einem 36er ist eigentlich die Allround-Säge, für unseren Bereich. Da kriege ich sehr viele Zuschriften immer, fragen mich, Gerd, was nutzt du für ein Sägeblatt? Nutzt du jetzt dann ja, ein 10er oder ein 7er? Und da muss ich sagen, ich habe auf beide Sägen hier ein 10er Sägeblatt drauf. Sprich, das ist ganz einfach zum Erklären, das sind pro 3 cm 10 Sägezähne. Wenn man 7er hat, hat man pro 3 cm 7 Zähne. Mit wo sie besser fahre, kann ich fast nicht sagen. Gefühl tendiere ich mehr zum 7er, aber das 10er ist auch ganz gut. In Amerika zum Beispiel war es so, dass es 7er drauf gehabt habe und das war einfach für die Holzarten drüben überhaupt nicht geeignet. Da hätte ich das 10er gebraucht mit der feinen Zahnung. Aber da ist es so, kauft euch einfach so eine Säge. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was es kostet. Ich glaube, die kostet um die 40 Euro und kauft euch dann noch ein zweites Sägeblatt. Ihr habt es wirklich lang erfreut dran. Und richtig geiles Werkzeug, also da kauft euch sowas. Gibt natürlich auch eine Sägenhersteller auch, aber ich persönlich fahre mit dir am besten. Dann geht es natürlich weiter, auch ganz wichtig, Axt oder Beil. Da ist es so, ihr seht hier, nutze ich dieses Hulterforce Classic, das wissen ja eh alle. Hab dann auch einen in der Horn, aber die habe ich mitgenommen, weil die einfach für Anfangbereich, wenn man jetzt einsteigt, einfach die perfekte Axt in meinen Augen ist. Von der Handhabung her, von der Größe, perfekt. Das Einzige, da mag ich euch keinen Schmang erzählen, mag ich euch nicht anlegen, weil ich habe die 500 Gramm. Und persönlich tendiere ich aber mehr, ich habe es schon öfter getestet, 800 Gramm. Also wenn ihr euch eins kauft, eine Axt, dann kauft ihr euch einen Axtkopf mit 800 Gramm. Mit dem 500er kommt man auch ganz gut zurecht, aber 800er ist einfach wirklich, in meinen Augen, das beste Allround-Werkzeug draußen für unseren Bereich. Da schaut mal, 800 Gramm gibt es von Hulterforce, Grenzfors, gibt es viel. Ich mag ganz gerne diese Schweden- oder Finn-Äxte mit Carbonstahl. Zahlt man natürlich auch ein bisschen Geld, kostet gleich 80 Euro oder so. Aber
Man hat sehr lang Freude dran. Auch der Griff mit Hickory-Holz, perfekt. Ich habe andere Äxte noch daheim mit anderen Holzarten, Holzstile. Nehmen sie nichts, aber das Hickory ist echt super. Halt ewig lang, was ich mit der schon angestellt habe. Wirklich gut. Wo es auf jeden Fall dazugehört, zu uns, egal was für Outdoor-Aktivität, ist ein Taschenmesser. Braucht man auf jeden Fall. Ich finde einfach das richtig cool. Und wer schon mal Touren gemacht hat ohne Messer, weiß, wie funktional so ein Messer sein kann. Also ich gehe nie ohne Messer raus. Also es ist wirklich unentbehrlich mittlerweile. Ja, ich nutze jetzt da zwei Modelle. Das wissen ja die Leute, die meinen Kanal verfolgen, dass ich das schon jahrelang nutze. Das Jakit KNV2. Ein richtig schönes Messer. Ich mag es so gern, weil es einfach von der Länge her super ist. Von der Haptik her ist das einfach für mich geschaffen. Das ist wie das F1 von Fellkniven. Das ist ziemlich identisch. Beide richtig geile Messer. Soll ich noch dazu sagen, man muss ein bisschen aufschauen mit der Spitzenform. Das Problem habe ich gehabt beim Vorgängermodell bei mir. Ich habe es in eine Wurzel eingeschlagen, in eine Buchenwurzel, eine alte, und wollte testen, wie weit das geht, und habe die Spitze ein bisschen vor einem knappen halben Zentimeter abgebrochen. Passiert wahrscheinlich mit jedem anderen Messer auch. Bestimmte Stahlsorten passiert es natürlich nicht so schnell, aber das ist jetzt kein Kriterium, dass da irgendwie das Messer schlecht wäre. Das war einfach meine Schuld, also das kann man dem Messer überhaupt keine Schuld geben oder dem Hersteller. War absolut meine Schuld. Wie gesagt, dieses Messer liebe ich über alles und schaut aber so aus, als wenn ihr mal jetzt einmal zwischenzeitlich vielleicht auch mal eins testet anders. Da hänge ich gerade ein bisschen drauf, überlege gerade, das ist eins, wo es aus einem günstigeren Preissegment kommt, weil mich das einfach interessiert. Aber da verfolgt es meinen Kanal, dann seht ihr es ja eben. Aber das Messer, der, was es gekauft hat, jeder von meinen Abonnenten weiß, wie gut das Messer ist, da braucht man nicht reden. Zudem habe ich noch ein Sekundärmesser dabei, das trage ich meistens im Stiefel oder sonst irgendwo ein bisschen versteckt. Das ist mein ganz kleines Castrum Safari. Da, ja, das kann man für kleinere Sachen brauchen. Perfektes Messer, Kydex-Scheiben, beide. Und beide mit Feuerstahl ausgerüstet, wo es natürlich für die Bushcrafter das Wichtigste ist. Also meine ist schon leicht gebogen, weil ich schon so oft hergenommen habe. Habe sehr viele Feuerstähle daheim und entzünde eigentlich zu 99% jedes Feuer mit dem Feuerstahl, weil es mir einfach so stark gefällt. Da kann ich euch sagen, ich habe diesen Feuerstahl von Jakit hier. Der ist eine Quidditch-Scheide drauf. Kostet glaube ich 25 Euro. Warum er das kostet, weiß ich nicht. Ich arbeite zwar für Jakit, aber da bin ich ganz ehrlich, das ist mir egal. Da ist einer drauf, der kostet vielleicht 4 Euro. Und ich habe andere daheim, die wo 8 Euro kosten von Amazon. Die machen überhaupt nichts anders wie der. Da kann man sich wirklich ganz getrost von Amazon irgendwo so einen billigen rauslassen aus China, gehen genauso gut, nutzt sie nicht schlechter ab oder schneller oder weniger. Da habe ich überhaupt keine Einschränkungen, also beziehungsweise keine Toleranzen feststellen können. Das war eine persönliche Meinung bloß, kann jeder wieder für sich ausmachen, aber Feuerstähle gibt es nicht viel Unterschied. Jeder macht eine Feuerfunkenerzeugung und ja. Wie gesagt, ich habe zwei kleine Messer. Messer ist natürlich auch wieder ein Thema wie Rucksäcke und so. Das muss jeder für sich entscheiden. Passt mir das vom Griff her? Ist das jetzt wirklich genau das, was ich haben möchte? Für was brauche ich es? Da müsst ihr auch ein bisschen rumprobieren, aber da glaube ich, Messer brauche ich nicht mehr dazu sagen. Das passt also. Von den Messer geht es jetzt da mal zu den Taschenlampen, weil das ist in meinen Augen auch extrem wichtig, ein Licht dabei zu haben, gerade wenn man über Nacht draußen bleibt. Nicht unbedingt nur über Nacht, sondern man sollte immer kleine Taschenlampen mit dabei haben. Das ist wirklich sehr wichtig. Ja, da habe ich eigentlich jetzt mittlerweile bloß noch meistens diese zwei dabei. Und zwar einmal diese Mini Olight SR1 Button 2 in Desertan.
richtig geile Lampen. Warum die so geil ist, die hat nur 1000 Lumen, das reicht mir komplett aus. Ich kann diese Lampe hinten einfach mit Magnet laden. Ich kann, wie ich schon oft gehabt habe, auf Nacht, wenn ich den Kofferraum aufmache, im Auto hänge ich die oben dran, klick mit Magnet und habe Licht. Ich kann das Ganze am Cap befestigen. Ich kann das Ganze hier befestigen oder am Rucksack, wo auch immer. Und das ist wirklich eine geile Lampe, also das ist wirklich top. Ja, dann habe ich meine uralte Petzl Taktika dabei mit Rotlicht. Das ist sehr wichtig auf die Nacht. Kauft euch eine Taschenlampe mit Rotlicht. Nicht, weil es cool ausschaut, sondern weil man sich wirklich dort die Augen nicht so strapaziert und man passt sie einfach um die Umgebung auf die Nacht besser an. Die hat 40 Lumen, absolut ausreichend. Mehr braucht man eigentlich überhaupt nicht. Also bei mir ist es so, ich habe so viele Taschenlampenhersteller, wo mich anschreiben, wo man mit zusammenarbeiten möchte. Ich habe bis jetzt alle gecancelt, auch mit Olight arbeite ich nicht mehr zusammen. Nicht, weil ich unzufrieden bin, sondern weil man das einfach ja, alles ein bisschen zu blöd ist, wenn du da ständig neue Modelle kriegst und immer vorstellen. Und mag ich nicht, wieso sollte ich ständig neue Taschenlampen haben? Ich will schon mal andere wieder testen, aber das dauert immer eine Zeit, weil ihr wisst, ich mag das lang testen und wenn ich zufrieden bin, mag ich einen Gegenstand lang nutzen. Jetzt haben sie übrigens wieder ein bisschen das Ringer an. Und von dem her mag ich diese zwei Taschenlampen sehr gern. Im Auto habe ich auch noch andere Modelle mit weitaus mehr Lumen. Also da haben wir dann bei 4.000 bis 7.000, so um den Dreh, was ich noch daheim habe. Aber die haben dann auch einen Hintergrund. Wenn ich im Auto was richten muss, brauche ich Licht auf die Nacht. Oder wenn ich jetzt das hier anfahre, muss das Sucher dann oder so, dann brauche ich einfach Licht. Weil dann bringt man sowas jetzt nicht wirklich frei, obwohl die schon sehr hell ist. Aber draußen im Lagerleben verstehe ich nicht, wieso manche Taschenlampen dabei haben mit 7.000, 8.000, 10.000 Lumen. Braucht man überhaupt nicht. Ich habe daheim neben dem Bett noch eine richtig böse Strobolampen, also die blendet richtig gut, ist einmal, falls ein Einbrecher kommt, muss man nicht immer gleich erschießen, sondern man kann einmal sauber blenden. Da sind die auch ganz gut. Verlinke euch und wie gesagt, Taschenlampen, dann das meine Empfehlungen für euch. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, was auch wirklich wichtig ist, und zwar Wasser transportieren. Was für Feuflaschen kauft man sie oder nimmt man sie nur PET-Flaschen wieder oder Glasflaschen? Das muss auch wieder jeder für sich entscheiden, wo er für Gefäß mitnimmt, wie er sein Wasser transportiert. Da gibt es auch 200.000 verschiedene Flaschen und Gefäße. Ich kann euch nur das sagen, was ich habe. Und zwar, was ich momentan in letzter Zeit immer dabei habe, ist hier einfach so eine BPA-freie Flasche, die ist von Helikontex, die habe ich zugeschickt gekriegt, haben sie mir geschenkt. Die mag ich aber ganz gern. Momentan teste ich ein bisschen die runde Form. Und ja, dann gibt es auch noch die Nierenform. Das muss wieder auch jeder für sich selbst entscheiden. Das ist dann so eine Nierenform. Da kann jetzt ich sagen, Nierenform ist jetzt zum Tragen am Gürtel besser, weil die doch ziemlich weit raussteht dann. Man sieht es hier. Also die ist jetzt schon bauchiger. Da ist die ein bisschen besser. Ich habe auch von Nalgene noch welche daheim und haben wir heute erst wieder bei Amazon eine bestellt. Auch Nierenflaschen, das ist ein anderer Hersteller, die setzt dann auch mal, die wo ich ein bisschen probieren möchte, weil es einfach irgendwie cool ausgeschaut hat. Ich würde es einmal durchtesten. Muss jeder selber entscheiden. Natürlich ist es so wie bei dieser hier, was geil ist, ist halt einfach hier das. Man hat hier sein komplettes Set dabei, da kann man sich schnell einmal einen Kaffee machen. Oder halt auch einfach irgendwas erhitzen zum Essen. Ihr seht es, da habe ich unten was zum Hinstellen, Essbit drauf, die Tasse, Deckel drauf, fertig. Also richtig cool. Das ist natürlich jetzt ein Titanset, was ein Schweinegeld kostet. Also die liegen zwischen 140 bis 160 Euro. Ist einfach bei mir so, die habe ich mir selber gekauft, dass ich das so geil finde einfach. So. Das ist eben eine Trinkflasche, die ich einfach wirklich extrem lang nutze und vielleicht auch meine Kinder vererben kann und kann sagen, hey, die Flasche ist schon 40 oder 50 Jahre alt. Ist halt einfach irgendwas Cooles und da ist Titan schon sehr langlebig und ja, man kann auch Edelstahl nehmen, aber ich habe mir es halt einfach geleistet. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden und wissen, ist mir das wert, brauche ich sowas. Man braucht es nicht, kann ich aus Erfahrung sagen, aber ich habe es einfach am Ming und habe es einfach Leist. Genau dazu den Titanbecher. Das sind einfach Sachen, wo man braucht. Jetzt nicht das Titan, aber einfach so ein Feldflaschenbecher. Und eine Feldflasche
kann auch Kunststoff sein, ist kein Problem. Von Aluminium rote ein bisschen ab. Sollte jetzt nicht so gesund sein, obwohl wir alle, wenn wir grillen, auf Aluminiumschalen grillen und so, da schimpfen wir überhaupt nicht rum, das ist ganz normal, aber aus Alugefäße trinken schimpfen wir immer rum. Aber ich habe es einfach gehört und die Bundeswehr hat es auch aus dem Sortimentnummer damals und haben alles ersetzt durch Edelstahl. Und da bin ich auch ein bisschen hellhörig geworden und habe mich dann umgeschaut und haben halt dann ein Titan gekauft, habe auch schon Edelstahl gehabt. Wegen dem Gewicht braucht man es nicht nehmen, das sind ein paar Gramm. Aber das, wie gesagt, so ein Set müsst ihr unbedingt haben und so einen Transportbeutel dazu. Nicht vergessen, ich habe mir da selber ein bisschen einen zusammengebaut mit einer Halterung. Ich habe mich schon sehr viel gefragt, was das für einer ist. Ich weiß es nicht, den habe ich wahrscheinlich schon 25 Jahre. Ich kann es euch nicht sagen, von den Amerikanern, von den Franzosen, von der MVA, irgend sowas. Langsam gibt er wirklich einen Geister. Ich habe mir schon 100 Mal geflickt. Vielleicht flicke ich ihn jetzt noch mal schauen. Aber sowas braucht es auf jeden Fall auch, dass wirklich die am Gürtel tragt, weil Wasser sollte man wirklich am Mann tragen. Ist sehr wichtig, wenn man unterwegs ist. Wenn man abhanden kommt, der Rucksack kommt weg, warum auch immer, ist sehr gut, wenn man ein bisschen Wasser und ein Gefäß dabei hat. Da kann man auch was abkochen damit, dass man wirklich fein raus. Dann verlinke ich das Ganze auch die Nalgene-Flaschen mit und schaut es euch einmal an. Und weil wir uns gerade jetzt bei Gefäße, so Wassergefäße befinden, möchte ich euch jetzt was sagen, und zwar so ein Teekessel muss man unbedingt haben, ohne Schmarrn. Man braucht einfach, ich sage mal, man braucht ihn nicht unbedingt, weil man hat ja so einen Feldflaschenbecher dabei, kann man sich auch was kochen drin, man kann auch Wasser abkochen, aber sowas ist einfach das Teil schlechthin. So ein Teekessel aus Edelstahl, wie ich habe, denn ja, wenn man sich da in der Früh, wenn man aufsteht, den auf dem Dreibein aufhängt und dann das Feuer von unten kommt, und züngelt darauf und umschließt den ganzen Kessel und drin kocht ein schöner Cowboy-Kaffee auf und raucht dann da raus. Das ist Hammer. Zudem kann man natürlich auch nutzen, wie ihr seht bei mir. Ich habe hier meine kompletten Hygieneartikel drin und Gewürze und so, auch Kaffee, will man noch eher machen. Das ist alles hier drin, sehr gut zum Transportieren. Und ich habe hier mein Canteen-Pouch, da gebe ich den eine. Ist groß, ich weiß, schwer ist er nicht, weil er aus Edelstahl ist, aber es ist einfach ein Must-Have, definitiv. Und dazu natürlich von Backpacker Wilderness eine Tasse, da schaut mal in meinen Shop bei, die verkaufe ich ja, da finanzieren wir das Ganze dadurch. Habe jetzt wieder neue drin, gibt es schon mittlerweile, schon seit eineinhalb, zwei Wochen sind schon drin, aber ich muss es jetzt noch offiziell machen, aber schaut mal rein, da kommt es eine emaillierte Tasse. Und da in der Früh einen Kaffee einschütten und da raus trinken ein Gedicht. Das gehört einfach zum Buschkraft dazu. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was natürlich auch wirklich sehr wichtig ist. Und mit diesem Thema sollte man sich wirklich extrem befassen, auseinandersetzen. Rein aus der rechtlichen Sicht. Und zwar Feuer im Wald. Ganz klar. Das ist übrigens die häufigste Frage, was ich gestellt kriege, wie das mit Lagerfeuer im Wald ist. Und da müsst ihr euch wirklich informieren, in den jeweiligen Bundesländern oder in den jeweiligen Ländern, wie das da gehandhabt wird. Da kann ich euch keine sichere Rechtsauskunft geben. Ich kann nur sagen, in Bayern ist absolut verboten, ein Feuer im Wald zu machen. Es sei denn, man ist Imker, glaube ich, da kann man eins machen. Es gibt aber Ausnahmen. Oder man ist Waldbesitzer, Waldpächter, so wie mein Fall. Oder ja, man hat einen eigenen Wald, dann kann man das machen, aber auch immer unter der Prämisse, dass man sagt, okay, Waldbrandgefahr ist nicht so hoch. Wer jetzt einfach im Wald rausgeht und da ein Feuer macht und wird erwischt, kann natürlich teils auch mit einer empfindlichen Geldstrafe davor kommen. Also, weiß ich nicht, einsperren werden sie nicht gleich, aber es kann empfindlich werden. Also das kann teuer werden, man kann sich da richtig Ärger einhandeln. Das sollte man wirklich alles gut überlegen und sich da informieren, um Feuer zu machen. Das nur vorweg einmal. Ich kann euch da keine Auskunft geben, wenn ich Feuer mache. Ich habe Erlaubnis. Von dem her ist es schwierig. Ich kann es euch nicht sagen, müsst ihr mit der Polizei reden oder in die Landratsämter und so. In die Forstwirtschaftsämter und so. Ja, aber jetzt einmal weg von dem. Und zwar, was nutze ich draußen, mir irgendwas zu erwärmen? Da habe ich verschiedene Sachen, habe ich jetzt drei Sachen mitgenommen, wo ich überwiegend seit Jahren nutze und absolut mega zufrieden bin.
Das ist auch einmal hier mein Primus Gravity 2 Gaskocher mit 3,5 kW, glaube ich, hat der. Also ist ganz ordentlich. Er ist mit 4 großen Standfüßen, dass er auch wirklich einen sauberen Stand hat. Vom Packmaß her ist es auch nicht dramatisch. Also das passt dann in diesen Sack rein, den kann man dann zusammenrollen, dass er auch schön verstaut ist. In diesen Sack und dann noch, was meistens mitgeliefert wird, Unterlage, wo man draufstehen kann, und einen Windschutz, den kann man aufklappen und kann man rumbauen. Das haben da nicht die meisten dabei. Und mir hat der noch nie einen Stich gelassen, er funktioniert wirklich super im Winter und im Sommer. Einwandfrei, tipptopp mit der Pizzi-Zündung, perfekt. Also das ist ein geiles Teil, was ich schon sehr lange habe, lege ich euch ans Herz, dass man sich sowas einmal anschaut. Man kann natürlich jetzt da bei so einer Schraubkartusche hier, was da drin ist, einen kaufen, wo man oben drauf schraubt. Gibt es auch, aber im Waldboden ist das immer insgesamt, steht einmal nicht richtig. Wenn dann ein Gefäß oben drauf steht, ein größeres, ist mir das zu wackelig und da habe ich wirklich einen sauberen Stand. Da kann ich aus Erfahrung sagen, schaut euch den einmal an. Ich finde den richtig geil. Was ich noch öfter nutze jetzt wie diesen Gaskocher, ist mein N71 Notkocher von der Schweizer Armee. Das ist wirklich ein cooles Teil, den habe ich auch schon viele, viele Jahre und schon 100.000 Mal befüllt wieder. Nein, die muckern, das ist Wahnsinn hier. Man kann das aufschrauben hier. Er ist eh gerade wieder sehr frisch befüllt. Gibt es oben drauf, zählt das auch. Man kann sich wunderbar was erhitzen. So eine Befüllung mit meiner Brennpaste reicht. Ich sage einmal, wahrscheinlich 2 Stunden, dann ist er leer. Geht jetzt damit auf aus, aber da kann man sich schon sehr viel erwärmen draußen. Also cooles Teil. Also das günstig kostet um die 10 Euro. Werde ich auch unten verlinken. Ist richtig, richtig geil. Also den habe ich immer dabei. Auch wenn es einmal pressiert, Feuer zum Machen, schütt mir die Brennpaste ein, brennt. Ja, das wo eigentlich alle wissen, ist hier meine Buschbox. Ja, Buschbox ist Buschbox. Richtig cool. Ich habe die LF Titanium Version von Titan auf Edelstahl. Wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Verzirkt sie einmal, weil die meistgestellte Frage dazu, freilich verzirkt sie es einmal, dann wirkt man es wieder aus. Aber die nutze ich auch brutal oft, weil es einfach wirklich geil ist. Man braucht wenig Holz, man hat Feuerwärme, gezielte Wärme beim Kochen, hat eine super Kaminwirkung, echt toll. Da habe ich noch ein kleines Gitter drin, wo es oben drauf geben kann. Habe hier so eine Lötmatte, die kann ich dann draufstellen, dass ich den Waldboden nicht schädige und so. Ist wirklich geil. Wie gesagt, schaut euch die einmal an. Gibt es mittlerweile auch schon sehr viel auf dem Markt. Ich kann eigentlich nur das sagen, was ich seit Jahren nutze und bin mit denen hochzufrieden. Ja, hier habe ich meine Sachen, wo ich dann mir was erwärmen kann. Oder wie bei der Buschbox kann ich mich selber aufwärmen im Winter. Super. Dazu braucht man natürlich auch eine Pfanne. Meine Empfehlung absolut diese hier, diese Klapppfanne von Stabilotherm. Diese Eisenpfanne, einwandfrei. Das ist wirklich richtig cooles Teil, wenn die einmal richtig schön einbrennt ist. Macht die unheimlich Spaß. Man kann sehr gut drauf kochen. Geiles Teil. Da gibt es nur zum sagen, wer es neu kauft, glaube ich, liegt so um die 25 Euro. Ich habe übrigens hier noch so einen Transportbeutel dazu. Den kann man sich da auch mitbestellen. Da kann man die Pfanne eingeben mit Leder. Ich habe es gewechselt oben mit Tarakor, weil mir das Lederband schon abgerissen ist. Aber da kann man die Pfanne eingeben. Und er hat gesagt, wenn man es bestellt, ist die ziemlich scharfkantig. Also man muss die leicht nachbearbeiten mit einer Feile schnell einmal. Das ist aber gleich passiert und dann brennt man es ein und hat wirklich wahrscheinlich sein ganzes Leben eine Freude dran. Das hinten auch, der Stiel ist offen, man kann also das Ganze mit dem Holzstiel fast verlängern, wenn man schön ins Feuer rein kann. Geile Pfanne, ist ein 21 cm Durchmesser, fragen wir aber sehr frei. Für mich persönlich ausreichend, mehr brauche ich nicht. Da habe ich noch ganz was Altes dabei, was ich auch seit meiner Jugend genutzt habe. Und zwar, so schaut es auch schon aus. Von Miltec ist jetzt das. Da ist es wieder so, bei Miltec haben viele Produkte in meinen Augen richtiger Müll. Und manche Produkte sind aber wirklich cool. Da zählt zum Beispiel auch dieser Thermofleece-Jacke dazu, der französische Fleece von Firma Miltec. Den habe ich schon auch seit meiner Jugendzeit. Da
Backpacker nur privat, aber ein richtig geiles Teil. Und so ist da auch, das ist jetzt so ein Campinggeschirr, bestehend aus einer Pfanne mit Deckel und einem Topf mit Deckel. Ich habe jetzt hier ein paar Löcher eingebohrt, dass ich was rausschütten kann. Habe an der Seite Löcher eingebohrt, dass ich es aufhängen kann, an einem Dreibein. Muss nicht viel Kinder, ist Edelstahl. Perfekt, also das muss ich sagen, für 20 Euro oder 30 hat man da lang eine Freude dran. Also ist richtig cool. Da kann man sich aber auch kaufen, was man mag. Aber wie gesagt, mit diesem günstigen Produkt bin ich mehr als zufrieden. Jetzt geht es langsam zum Endspurt über schon. Und zwar haben wir hier, wo es wirklich auch, wirklich, dort ist euch ein Erste-Hilfe-Set. Ich habe hier in einem Drybag ein Erste-Hilfe-Set drin. Das packe ich jetzt nicht aus, weil ich mache jetzt keinen Rucksack-Loadout nicht. Das kann sich ja jeder selber zusammenstellen. Ich mache einmal einen Loadout und dann könnt ihr euch das anschauen. Ich habe schon gemacht, aber das war natürlich, jetzt hat sich auch wieder sehr viel geändert. Ich passe ja das auch kontinuierlich an, das Ganze. Aber Erste-Hilfe-Set ist extrem wichtig. Da ist jetzt das so, beim Erste-Hilfe-Set nehmt ihr euch immer, ich habe jetzt das von der Bundeswehr hier, mein Kopftuch. Das ist ein ganz normales Dreieckstuch. Ich trage es am Kopf, aber ich habe das nicht deswegen dabei, weil es cool ausschaut, sondern weil das wirklich extrem funktional ist. Also man kann damit im Survival-Bereich jetzt Wasser sammeln aus Tauwasser. Aber was wichtig ist, man kann, wenn man jetzt eine größere Wunde hat, das Ganze hier gezielt mit einem Druckverband, sage ich jetzt, komplett schön abbinden. Man kann sich da was bandagieren. Man kann mit sowas so extrem viel machen. Das kostet wirklich gebraucht, wahrscheinlich 3,50 Euro oder so. Da zeige ich so ein Tuch eine. Nicht nur zum Erste-Hilfe-Set, sondern einfach, weil man es so gut brauchen kann. Zudem, ja, was ich hier noch drin habe, das habe ich bloß jetzt hier drin, weil das habe ich normal nicht dabei, muss ich gestehen, weil ich ja mein Tab dabei habe. Aber das ist einfach hier so eine Abdeckung für den Rucksack. Da kann man einen Rucksack, der gibt bis zu 100 Liter bei mir, kann man dann bei Regen ja, abdecken, ist auch nicht schlecht. Mein Rucksack ist imprägniert, sehr gut imprägniert sogar, aber wenn ich jetzt tagelang im Regen unterwegs bin, geht es da auch noch so ein. Von dem her, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Norwegen fahre oder Schweden oder wo, bin länger autark unterwegs, nehme ich das auf jeden Fall mit, aber jetzt auf einer Tagestour zwar, nehme ich das natürlich nicht mit. Was auch noch wichtig ist, finde ich, habe ich auch schon sehr lang, ist das von Amazon aus da, ein Traveler Set. Das ist so vom Baumarkt, die haben gekauft für 30 Euro. Eine Hängematten ist wirklich cool. Sollte man griffbereit oben haben, weil es ja auch sehr leicht ist, dass man so einen Rucksack oben drin hat. Wenn man mal schnell eine Pause machen mag, spannt man sich, haut sich ein, man kann sich ein bisschen ausruhen. Zum Schlafen ist jetzt die nicht so gut, das kann ich gestehen. Ich habe es mal probiert, aber war nicht so toll drin. Und aber so ansonsten tut es das, was da soll. Also coole Hängematten. Aber da kann man sich auch irgendwelche kaufen, da muss man sich jetzt nicht unbedingt von Amazonas kaufen. Ja, was wirklich auch extremst wichtig ist, in meinen Augen, ist ein Wildkräuterbuch. Und zwar eins, essbare Wildkräuter. Ist das auch so ein geiles Birchel, das habe ich auch schon Jahre. Das verlinke ich euch unten. Ein wirklich geiles Birchel. Und wenn man das Birchel kann, kann man sehr gut überleben draußen. Also man braucht nicht unbedingt, sage ich, 15, 20 Birchel daheim, wenn man von jedem bloß 1% weiß. Das ist ein Schmarrn. Also das ist ein geiles Birchel. Das habe ich schon so viel empfohlen und so viel Feedback gekriegt. Sagen echt cool, das Birchel. Richtig cool. Ich glaube, ich habe schon so viele Birchel verkauft von denen, die Firma, wenn die es wissen, auswarten. Dann kriege ich vielleicht sogar umsonst. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die jedem Anfänger ans Herz legt, dass er sich sowas eintut. Das ist so eine kleine, ja, so eine Pouch oder Kisten, habe ich auch schon mit gehabt. Je nachdem, was man mag. Einfach so ein Aufbewahrungsbehältnis, wo man sich ein bisschen Ausrüstung und Werkzeug einlegt. Ich habe hier einen von Van Tigres, die verlinken euch und Kinzink, aber auch andere kaufen, das ist mir egal. Aber der ist eigentlich ganz gut organisiert. Da habe ich etwas drin zum Feuermacher, Angelzeug. Mein Essensgeschirr, also mein Besteck, Lampen, ein Werkzeug ein bisschen, also ein kleines Brett zum Herschneiden für irgendwelche Sachen, Feuerzeug. Was man halt ein bisschen so einmacht, das ist total individuell, da kann man einmachen, was man mag.
Und auch hier, weil ich es jetzt gerade sehe, habe ich diese Nordic Summer von Wilmers dabei. Das ist Insektenschutzcreme. Schmeckt so gut. Da haben mich so viele Leute gefragt einmal, weil die haben es gesehen und ist wirklich cool. Also die wirkt wirklich sehr gut. Und da hat mir ein Abonnent dann auch zurückgeschrieben. Der hat mir einen sehr interessanten Artikel geschickt von 2004, war der aber, von der Stiftung Warentest, haben die Mückenschutzmittel getestet und hat dieses Produkt am allerschlechtesten abgeschlossen. Also sie haben absolut abgeraten davor, absolut gesundheitsschädigend. Ich weiß jetzt den Wirkstoff nicht, den Stoff, was sie drin gehabt haben, irgendein Giftstoff. Aufgrund von dem Test haben sie aber die Rezeptur geändert. Also das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber jeder, der sich für das interessiert, ich verlinke es euch unten und dann könnt ihr es auch mal nachschauen. Gebt es dann einfach ein, Wilmers Nordic Summer bei Google und Stiftung Warentest, dann kommt ihr auf diesen Artikel. Da hat es ganz, ganz schlecht abgeschlossen, aber wie gesagt, das ist Vergangenheit. Ja, und sonst kann man sich wirklich da eider, was man mag, das ist alles kein Problem. Also ein kleines Blasrohr ist wirklich total cool. Ich habe es immer belächelt. Man immer denkt, so ein Schmarrn braucht kein Mensch. Aber für Bushbox ist das wirklich top, das Teil. Also ich mag es wirklich total gern. Was noch wichtig ist für unsere Anfänger, ist eine kleine Schaufel dabei zu haben. Wissen dafür, dass ich die habe. Und zwar eine kleine Klappschaufel. Da kann man jetzt einfach sein Geschäft vergraben oder halt einfach einmal einen kleinen, also eine Wasserrinne umziehen oder eine kleine Lagerfeuerstelle ausheben oder wie auch immer. Früher habe ich da immer einen Spaten dabei gehabt von der Bundeswehr und von den Amerikanern und was weiß ich, was, einen riesen Spaten braucht kein Mensch nicht, weil mir kann ein Schützenloch nicht ausgraben. Das ist extrem empfehlenswert, so eine kleine Kiste haben oder so einen kleinen Pouch, wo man ein bisschen sein ganzes Werkzeug und so drin hat. Finde ich total cool. Dort zeige ich sowas ein und richtet es euch ein, wie es ihr braucht. Jetzt sind wir soweit durch mit dem Video, mit dem ersten Teil. Es kommt noch ein zweiter Teil. Da möchte ich dann ein bisschen ein wenig das Schlafequipment und so weiter ansprechen, damit ihr, sag ich mal, eine erholsame Nacht draußen habt, dass ihr einfach gut schlafen könnt draußen und am Morgen entspannt aufkommt. So soll es auch draußen sein. Das Ganze hoffe ich mal, dass die Anfänger von uns und die Neulinge, die jetzt einsteigen mögen, da ein bisschen sicherer sind, was sie sich kaufen sollen oder auch nicht. Das wird sehr schön, wenn ich da den ein oder anderen ein bisschen unter den Arm greifen kann, dass er sich keinen Schmarrn kauft, weil ich meine, Geld zum Auszuschmeißen haben wir auch alle nicht. Also sehr wenige bloß. Ja, für mich war es wieder cool draußen. Bleib jetzt dann noch länger draußen, wie wir jetzt hier hinten dann bei den zwei Bäumen da meine Hängematten einspannen, wenn wir eine Tasse Kaffee kochen und hier dann meinen Kaffee rausschlürfen und schaue ein bisschen nach oben und erfreue mich den Tag, wenn man so schön sagt. Ja, sehen wir uns demnächst wieder. Ich muss einmal schauen, was. Ich glaube, es kommt wieder ein Übernachtungsvideo demnächst. Und genau, mir weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ein Übernachtungsvideo, weil ich noch ein bisschen was vorhabe. Ich möchte einmal ein bisschen was testen. Und dann nehme ich dann Kamera mit und dann sehen wir uns eh da wieder. Okay, ihr habt es gesehen. Bushcraft, Survival, Outdoor, Camping ist eh irgendwo ineinander verknüpft. Und ist, ja, ich sage mal, wir alle streben das gleiche Ziel an. Richtig schön entspannen draußen, entschleunigen, Kraft tanken, einfach abschalten. Und das kann man da draußen sehr gut. Ja, dann sagt der Weitler jetzt, Viertenk, wir sehen uns dann bald wieder. Macht es gut. Servus. Extrem heißt es. Meine Fresse. Meine. Dann, aber wenn es euch von Helikon Hex irgendwelche. Ach Scheiße. Ich bin hier gar nicht drauf. Das kann doch jetzt nicht sein. Bei der Kleidung. Da. Gottes Willen. Flugzeug. Dass man Taubwascher oder was auch immer.
flippe jetzt dann aus. Was ist denn heute los? Ich weiß auch nicht, das ist mir irgendwie ins Dunkel da drin. Schuhgeschäft gehen und die Schuhe anprobieren. Ja. Gelagt außen, also überlappt. Notkocher. Ja, jetzt greifen wir es wieder eins ab. Rumschmeißen, Steine oder so ein Schmarrn. Ja, mein Gott, bitte haut's halt ab, ich kann nicht mehr mit den Scheißhockern. Echt, was ist denn da los? Wahnsinn. Gut Zeit. Noch einmal drauf zurück mit dem Schutzmittel. Scheiße. Also habe ich das ja mal im Wassergraben umgezogen oder so. Geiles Gerät. So, und jetzt läuft das Telefon. Muss ich schnell einmal tragen. Ein paar Taschenlampen dabei. Das ist auch so ein Jeansstoff und die sind wirklich sehr, sehr gut. Okay. Das ist doch zum Scheiße schreien, oder? Ein bisschen leichter wird mit einer Kaufentscheidung. Servus, Harvey Dering.